Jo Leute, was geht? Sepp hier mit einem Video zum Thema Periodisierung. Und zwar genauer soll es um das DUP-Prinzip gehen, also mein aktuelles Periodisierungsschema. Dazu wurde ich in letzter Zeit relativ häufig gefragt und in der Vergangenheit ja, kamen auch immens viele Fragen auf, weil ich immer sage, dass ich eben nach dem DUP-Prinzip trainiere und es glaube ich noch nie erklärt habe, ja. Und aus dem Grund dachte ich mir, jetzt wird es definitiv Zeit, mal ein paar Wörter über das DUP-Prinzip, sage ich mal, zu verlieren. Also zunächst einmal, DUP heißt nichts anderes als Daily Undulating Periodization. Hört sich kompliziert an, hört sich nach vielen Regeln an, ist aber extrem flexibel. Viele Leute denken zwar, es wäre relativ starr, ein starres Modell, aber wie gesagt, es ist immens vielseitig und überhaupt gar nicht starr, sehr flexibel und für Fortgeschrittene vielleicht ja das beste Periodisierungsschema momentan, was die momentane Wissenschaft so eben preisgibt. Also DUP, Daily Undulating Periodization, was sagt es aus? Das sagt nichts anderes aus, als dass wir in einer bestimmten Zeiteinheit, zum Beispiel eine Woche, unsere Wiederholungen variieren. Kleines Beispiel. Zum Beispiel, wir trainieren dreimal die Woche Beine, als kleines Beispiel. Und dann würden wir am Montag zum Beispiel 15 Wiederholungen machen, am Mittwoch 10 Wiederholungen und am Freitag 5 Wiederholungen. Die Wiederholungen sind aber nicht starr. Das heißt, man könnte auch theoretisch DUP machen und 10, 8 und 6 durchführen. Oder 20, 10 und 1. Was zugegebenermaßen ein bisschen ein extremer Ansatz des DUPs wäre, aber absolut DUP-fähig. Auch könnte man auch sagen, dass man eben statt drei Blöcken zwei Blöcke hat, ja, oder man hätte einfach drei Blöcke, aber nicht auf 7 Tage, sondern auf 10 Tage. Das heißt, den ersten Montag macht man 10 Wiederholungen, am Freitag, wenn man nochmal trainiert, macht man 8 Wiederholungen und am nächsten Montag macht man nicht 10, sondern 6 und dann wieder 10 und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Also, kurz nochmal zusammengefasst, DUP heißt in einer bestimmten in einem bestimmten Zeitintervall variieren wir die Wiederholung. Ganz einfach. Warum sollte man überhaupt periodisieren? Vielleicht kurz nochmal erklärt. Also, besonders für Fortgeschrittene sind Periodisierungsschemas ein ziemlich nützliches Tool, um besser Progress machen zu können, weil man über mehrere Ebenen eben adaptieren kann. Dazu kann ich auch ein separates Video machen, falls das Interesse da ist, aber das wird wahrscheinlich den Rahmen dieses Videos sprengen, wenn ich euch jetzt erkläre, warum, weshalb, wieso. DUP ist einfach nur eine Art der Periodisierung und es gibt neueste Studien, die eben sagen, dass es eben überlegen ist. Ja, überlegen zum Beispiel einer linearen oder Blockperiodisierung. Man könnte auch theoretisch sagen, ich trainiere einen ganzen Monat mit 10 Wiederholungen, zum Beispiel eine Zeiteinheit wieder, ein Monat, zwei Monate, was auch immer. Und ich trainiere den zweiten Monat oder den vierten Monat dann mit 20 Wiederholungen und den nächsten Monat dann wieder mit 25 Wiederholungen, was auch immer. Das wäre auch eine Art der Periodisierung. Keine Periodisierung heißt, man trainiert immer gleich. Das heißt zum Beispiel, man macht immer 5 Wiederholungen, immer. Egal ob Montag, Dienstag, Mittwoch, egal wie oft man geht. Egal ob erste Woche, zweite Woche, erstes Jahr, zweites Jahr. Man trainiert immer mit den gleichen Reps und das ist eben keine Periodisierung. Was auch ziemlich gut klappt für Anfänger, aber sobald man eben ein bisschen fortgeschrittener wird, sind Periodisierungsschemas wirklich ein sehr, sehr, sehr nützliches Tool, um wie gesagt die Gains voranzubringen, um eben weiter Progress zu machen. Ja, kurz abschließend würde ich sagen, DUP hat noch den Vorteil, wie gesagt, warum man es zum Beispiel gegenüber anderen Periodisierungsarten macht, hat eben den Vorteil, dass es wahrscheinlich ein bisschen besser ist, ja. Also neueste Studien sagen eben, dass es vielleicht ein bisschen effektiver ist als die anderen Periodisierungsarten. Und aus dem Grund mache ich eben DUP. DUP ist nichts Kompliziertes, kann eigentlich jeder machen. Wenn man jetzt ganz am Anfang ist, wie gesagt, dann würde ich einfach vielleicht auf eine Periodisierung verzichten. Ansonsten, jeder, der es noch nicht probiert hat, kann es ja gerne probieren und die Erfahrung mit der Community teilen. Das war's auch schon mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch, kommentiert mit euren Fragen und ansonsten sehen wir uns natürlich im nächsten Video. Peace out. Und natürlich, bevor ich es vergesse, ich wünsche euch allen natürlich einen wunderschönen Tag.